Was sind die beliebtesten Schönheitseingriffe in Deutschland und gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Mein Name ist Dr. Alavi und wir sprechen hier über plastisch und ästhetische Chirurgie auf diesem Kanal. Und ich werde euch in diesem heutigen Video eine Studie der VDEPC vorstellen, die ausgewertet hat, was im Jahre 2019 die beliebtesten Eingriffe chirurgischer und nicht chirurgischer Natur in Deutschland gewesen sind und wie sich die Trends entwickelt haben. So, zuallererst kommen die Highlights der Eingriffe 2019. Bei den Männern sieht man doch einen deutlichen Trendanstieg. Was sind jetzt genau die Top 10 Eingriffe im Jahr 2019? Das heißt, die Top 5 Eingriffe, wenn man die im Vergleich 2018 zu 19 sieht, ist 2019 die. Es sind sehr spannende Zahlen, die Statistik kann jeder einsehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Abonniert den Kanal und bis gleich. The Plastic Surgeon. Im heutigen Video werden wir auf die Statistik der VDEPC eingehen. Das ist die Vereinigung der deutschen plastisch-ästhetischen Chirurgen. Diese haben für das Jahr 2019 eine Auswertung gemacht der chirurgischen und nicht chirurgischen Eingriffe im ästhetischen Bereich. Diese werden wir uns genau ansehen. Ich werde euch das live zeigen, wir werden die Statistiken gemeinsam durchgehen. Mein Name ist Dr. Alavi. Auf diesem Kanal sprechen wir über plastisch und ästhetische Chirurgie. Ich bin selber eure Meinung gespannt. Abonniert den Kanal und dann legen wir auch jetzt schon los. Also das ist wie gesagt eine Statistik der VDEPC, also die Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen, die eine Behandlungsstatistik 2020 aufgrund einer Mitgliederbefragung durchgeführt haben. Die Statistik ist im Übrigen frei zugänglich auf der Seite der VDEPC zu finden. Ich werde euch das in den Beschreibungen unten verlinken. So, zuallererst kommen die Highlights der Eingriffe 2019. Es fand also insgesamt zum Vorjahr gesehen ein Anstieg der Eingriffe von insgesamt 77.485 auf 83.338. Das ist ein Anstieg von 7,5% in den chirurgischen Eingriffen. Dabei ist auch ein Anstieg der Operation der Männerbrust zu verzeichnen. Das heißt, wenn man eine Gynäkomastie hat, das heißt eine Veränderung der Brustdrüse im Bereich der Männerbrust, die zu prominenten Brüsten führt, kann man das korrigieren. Häufig kann man das im Rahmen von einer Kostenübernahme über die Krankenkassen laufen lassen, in Fällen, die die Patienten extrem stören. Wo aber die Krankenkasse das nicht übernimmt, muss das der Patient selber übernehmen. Also hier ein Anstieg von 20%. Ja, wir haben vor allem einen Anstieg der Zahlen für Fettabsaugung. Das heißt 60% Anstieg der Eingriffe der Fettabsaugung, der sogenannten Liposuktion. Dabei ist die Verteilung zwischen Frauen und Männern wie folgt. Frauen, wie man hier sieht, 85% und Männer 16%. Insgesamt 20% Anstieg der Brustvergrößerung insgesamt und ca. 9% Anstieg der minimalinvasiven Eingriffe bei Männern. Ein deutlicher Rückgang von fast 58% bei Laser Skin Resurfacing, das heißt bei diesen Laserbehandlungen, die im Bereich des Gesichtes gemacht werden. Bei Frauen um 61%. Insgesamt um minus 58%. Der Anstieg der Botox-Behandlung ist um 14% zu verzeichnen. Frauen und Männer sind fast auf dem gleichen Level angestiegen, von ca. 14-17%. Kommen wir zu den Gesamtzahlen 2019 und 2018. Insgesamt die Eingriffe, 83.338 registrierte Eingriffe im Vergleich zu 2018, 77.485 Eingriffe. Die rein ästhetisch-plastischen Operationen sind im Prinzip angestiegen mit 36.571 Operationen im Vergleich dazu 2018 33.200 Operationen. Die minimalinvasiven Behandlungen, zu denen gehören zum Beispiel die Hyaluron-Therapien oder auch die Botox-Therapien. Dazu haben wir zahlreiche Videos gemacht. Schaut euch die Videos an, die sind in den Linkbeschreibungen unten, aber auch hier oben verlinkt. Da ist auch ein deutlicher Anstieg festzustellen. Vergleich zu 2018 mit 44.281 zu jetzt 46.767 registrierten Fällen.
Vergleicht man die Zahlen der Verteilung zwischen ästhetischen Operationen im Vergleich zu den minimalinvasiven Behandlungen, so ist es so, dass 2019 der größte Anteil die minimalinvasiven Behandlungen waren, mit 56,12%. Das sieht man hier. Die ästhetischen und plastischen Operationen, also wirklich Operationen, die im OP-Saal laufen müssen, waren 2019 bei 43,88%. 2018 hingegen hatten wir bei den Operationen nur 42,85%, also fast 1% ist es gestiegen. Da war die minimalinvasiven Operationen ein Tick mehr gewesen. Es nimmt sich aber beides nicht viel. Man kann sagen, zusammengefasst, dass minimalinvasive Behandlungen ein Tick häufiger durchgeführt werden als die Operationen. Schaut man sich jetzt nun auf der nächsten Folie die Anteile von Frauen und Männern an den Eingriffen an, so sieht man, dass fast 86,4% der Anteil der Frauen ist, die behandelt werden, und ca. 13,6% die Männer sind. Von der Anzahl her, also 71.918 Eingriffe bei Frauen und ca. 11.340 bei Männern. Schaut man sich jetzt nun die Verteilung der Art der Behandlung an bei Frauen und Männern 2019, so sieht man das bei den minimalinvasiven Behandlungen. Auch hier die Frauen mit 95,4% den meisten Anteil ausgemacht haben. 4,6% der Männer von den Gesamtbehandlungen ließen sich minimalinvasive Behandlungen durchführen. Bei den plastisch-ästhetischen Operationen war es auch so, dass die Frauen einen größeren Anteil hatten mit 74,9%. Gehen wir nun weiter auf die Art der Eingriffe bei Männern 2019 und 2018. Da sieht man einen Anstieg der ästhetisch-plastischen Operationen vom Jahre 2018 auf 2019 von ca. 6,5%. Und bei den minimalinvasiven Behandlungen auch ein Anstieg von 9,3%. Das heißt, zusammengefasst, bei den Männern sieht man doch einen deutlichen Trendanstieg, sowohl bei den Operationen als auch bei den minimalinvasiven Behandlungen, wobei die minimalinvasiven Behandlungen einen stärkeren Trend nach oben zeigen. Jetzt kommen wir zu einer sehr spannenden Tabelle. Was sind jetzt genau die Top 10 Eingriffe im Jahr 2019 und 2018 gewesen? Und wir sehen auf dieser Grafik hier, also das, was halt hier so ein bisschen weniger gefärbt ist, ist minimalinvasiv. Und das, was stärker violett gefärbt ist, ist tatsächlich plastisch-chirurgisch die Operation. Jetzt sieht man hier die Botulinum-Behandlung auf Platz 1. Das war sowohl im Jahr 2018 auf Platz 1 als auch jetzt im Jahr 2019 mit einem Anstieg von 14,3%. Also Platz 1 nimmt die Botox-Behandlung ein. Dazu haben wir wirklich viele Videos schon gemacht und werden auch weitere Videos drehen. Abonniert den Kanal hierzu gesagt und schaut euch die Videos an, die sind wirklich interessant. Wir haben da auch Live-Behandlungen, die wir uns ansehen, wo wir kritisch die Behandlungen hinterfragen. Gehen wir weiter in der Tabelle. Wir sehen die Hyaluron-Behandlung. Das beinhaltet sowohl die Faltenunterspritzung als auch die Lippenvergrößerung. Hatten wir 2019 im Vergleich zu 2018 auch einen minimalen Anstieg von 1% an den registrierten Fällen. Platz 2 also für Hyaluron. Platz 3 tatsächlich die Fettabsaugung. Da sehen wir, dass das im vorherigen Jahr 2018 noch nicht an diesem Platz 3 war, sondern eins dahinter kam. Wir haben also einen deutlichen Anstieg der Fettabsaugungen von 60%, sodass Platz 3 die Fettabsaugung einnimmt. Kommen wir nun weiter, sehen wir nun die Lippenkorrektur. Die ist mit 2,4% angestiegen, ist aber jetzt hier in diesem Fall an vierter Stelle hinter der Fettabsaugung. Die Brustvergrößerung direkt danach, auch ein Anstieg von 20% zum Vorjahr auf Platz 5. Weiter gucken wir uns die Oberlidstraffung an. Die hat tatsächlich um ca. 8% abgenommen. Das heißt, 2018 wurde mehr gemacht. Das hat abgenommen und ist jetzt hier an Platz 6. Ja, die restlichen OPs, die seht ihr. Hier ganz interessant auch die Intimchirurgie. Die nimmt auch an Interesse in der Bevölkerung zu. Intimchirurgie bedeutet wirklich jegliche Art von Operation, die zur Korrektur von Verformungen oder störenden Arealen im Genitalbereich beinhaltet.
Da machen wir auch separate Videos zu. Das heißt, die Top 5 Eingriffe, wenn man die im Vergleich 2018 zu 2019 sieht, ist 2019 die Botox-Behandlung mit 22.764 Eingriffen im Vergleich zum Vorjahr von 19.922 Eingriffen an erster Stelle. An zweiter Stelle Hyaluron, dann die Fettabsaugung, an dritter Stelle die Lippenkorrektur und die Brustvergrößerung, alles im Jahr 2019. Und 2018 war noch das Botox an erster Stelle, dann kam das Hyaluron und dann war die Lippenkorrektur und erst dann kam die Oberlidstraffung. Ne? Also da hat sich schon deutlicher Unterschied jetzt gezeigt. Die Top 5 Eingriffe bei Frauen, die 2019 und 2018 durchgeführt worden sind, war auch hier das Botox an allererster Stelle. 2018 auch an erster Stelle, das Hyaluron sowohl 2019 als auch 2018 an zweiter Stelle. Im Weiteren sehen wir hier auf Platz 3 ist jetzt, wie gesagt, 2019 bei Frauen die Fettabsaugung, also wirklich Platz 3 bei Frauen an dritter Stelle, was 2018 noch die Lippenkorrektur war. Vierte Stelle war jetzt dann die Lippenkorrektur, dann die Brustvergrößerung. Und das war wirklich anders 2018, da war an vierter Stelle die Brustvergrößerung. Sieht man sich jetzt nun die häufigsten Eingriffe bei Männern an, dann sehen wir, also bei den wirklich chirurgischen Eingriffen, dann sehen wir, dass bei Männern auf Platz 1 2019 die Fettabsaugung ist. Das heißt wirklich, bei Männern ist Top Eingriff 2019 die Fettabsaugung. Was war 2018? Da war es die Oberlidstraffung. Platz 2 ist 2019 die Oberlidstraffung und die Fettabsaugung war 2018 an zweiter Stelle. Das heißt, da ist ein Switch erfolgt. Die Botox-Behandlung ist auch gut dabei, an dritter Stelle. Also auch eine sehr, sehr beliebte Behandlung bei Männern, auch zunehmend. Wir springen mal zu der nächsten Folie. Hier sehen wir die Top 10 Eingriffe bei Frauen 2019 und 2018 im Vergleich. Und wir sehen, dass die Botox-Behandlung hier zugenommen hat. Ne? Platz 1 hatten wir schon vorher gesehen, das ist die Top-Behandlung, um 14% zugenommen zum Vorjahr. Das Hyaluron ist fast gleich geblieben mit 1% Veränderung. Bei Frauen hat aber zugenommen die Fettabsaugung um fast 85%. Das ist eine wahnsinnig gute Zahl. Und auch sehr interessant, dass Fettabsaugung jetzt wirklich sowohl hier bei Frauen als auch bei Männern zu einem der Top-Eingriffe gehört. Ja, gehen wir weiter zu den Männern. Top 10 Eingriffe bei Männern 2019 und 2018. Hier sehen wir das nochmal in der Übersicht. Fettabsaugung Platz 1, 16% zum Vorjahr und Oberlidstraffung um minus 6,5%. Die Botox-Behandlung auch bei Männern wirklich zugenommen um 17,6%. Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Die Top 5 ästhetischen plastischen Eingriffe 2019 und 2018 waren demnach die Fettabsaugung, also wirklich die Eingriffe, Fettabsaugung, das hat zugenommen um 60% zum Vorjahr, die Brustvergrößerung an Platz 2 um 20% zugenommen auf jetzt 4.300 Eingriffe, die Fettabsaugung auf 6.000 Eingriffe, das sind schon wahnsinnig gute Zahlen. Ne? Ja gut, Oberlidstraffung ist abgenommen um 8%, bei jetzt 4.000 Eingriffen circa und die Nasenkorrektur hat auch abgenommen und ist jetzt bei 2.686 Eingriffen. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Da sehen wir die ästhetisch-plastischen Eingriffe bei Frauen. Die Fettabsaugung, wie gesagt, top zugenommen 2018 und 2019. Also hier wirklich um 85% gestiegen. Und da sieht man wirklich, wie wahnsinnig schnell sich auch ein Trend ändern kann. Bei den ästhetisch-plastischen Eingriffen bei Männern 2019 und 2018 im Vergleich, die Fettabsaugung um 16% zugelegt. Zu den Top 5 minimalinvasiven Eingriffen 2019 und 2018 gehört immer noch an oberster Stelle die Botox-Therapie mit Zunahme von 14%. Das ist wirklich beeindruckend. Die Hyaluron-Behandlung ist weiterhin auf gleichem Niveau geblieben. Diese Laser-Skin-Resurfacing, das hat abgenommen um fast 60% und dieses Micro-Derma-Abrasio um 14,5% zugelegt.
Bei den minimalinvasiven Eingriffen bei Frauen weiterhin der Top-Punkt ist die Botox-Behandlung mit 14,1%. Das sind die Werte, die wir vorhin auch gesehen haben. Ja, kommen wir noch einmal zu der Übersicht. Also zusammengefasst, die Highlights der Eingriffe 2019 waren tatsächlich der Anstieg der Zahl der Eingriffe insgesamt auf 83.000 von 77.000, 20% Anstieg der Operation der Männerbrust, 60% Anstieg der Zahlen für Fettabsaugung insgesamt, das bedeutet im Detail 85% bei Frauen und 16% bei Männern. 20% Anstieg der Brustvergrößerung und 9% Anstieg der minimalinvasiven Eingriffe bei Männern. Ja, das sind sehr spannende Zahlen. Wir haben uns im Detail die Auswertung der VDEPC angesehen. Diese Daten sind öffentlich zugänglich. Ich werde den Link unten in der Beschreibung einfügen, sodass jeder darauf zugreifen kann. Wenn ihr Fragen habt zu gewissen Zahlen oder auch zu den Auswertungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt den Kanal sehr gerne abonnieren und das Video auch sehr gerne teilen. Ich freue mich aufs nächste Video. Da gehen wir weiterhin auf die Botox-Therapie ein und bin sehr gespannt, was ihr über die Videos denkt. Mein Name ist Dr. Alavi. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.